Das hier ist mein Gebiet. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Vogelfänger möchte kämpfen, besitzt 4 Pokémon und setzt Habitak ein. Loschelok, mach es fertig. Noch ein Habitak, das schaffst du auch noch, Shelok. Volltreffer, juhu! Das ist jetzt nicht ganz so gut. Mist, das war's, Sherlock. Sorry. War die Verteidigung wohl doch schon zu stark geschwächt? Tabuga, du bist dran. Vielleicht hätte ich doch die ganze Zeit zwischen ihnen hin und her wechseln sollen. Vielleicht sollte ich die Pokémon generell immer wechseln, wenn sie negative Statuseffekte bekommen haben. Naja. Windstoß. Ibitak ist schnell. Dann machen wir ab sofort Ruckzuckieb. Fast. Tabuga erreicht Level 25. Juhu! Ein Habitak. Aber wie wechselt jetzt? Tabuga hat negative Statuseffekte erhalten. Soll Knofenser dieses Mal kämpfen? Giftpuder. Da kann es jetzt Spiegeltrick machen. Säure. Sehr stark. Vogelfänger wurde besiegt. Verdammt. 650 Pokédollar erhalten. Ja, habe ich sehr gerne Pokémon gejagt. Ein Radfratz. Los, Tabuga. Tabuga ist schneller, also kann es Windstoß machen. Wie klingt mein Vogellockeruf? Naja, geht schon. Vogelfänger möchte kämpfen. Besitzt ein Pokémon und setzt Dodri ein. Nein. Pikachu, du bist dran. Donnerblitz. Pikachu erreicht Level 38, juhu! Vogelfänger wurde besiegt. Ich musste mit dir kämpfen. 850 Pokédollar erhalten.
Am Wochenende sammle ich immer Wasser-Pokémon. Naja. Ein Habitag! Los, Taboga! Ein sehr starker Windstoß. Okay. Ja, vielleicht ist da unten links ja noch irgendwo. So, hier haben wir alles im Blickfeld. Nichts. Okay. Dodo! Aber jetzt. Taboga erreicht Level 26. Juhu! Und wir sind in Fuchsania City, Leute! Halt, Moment mal. Zum Pokémon Center geht es dann nach links. Oder war das die Arena? Pokémon Center war doch auch hier, oder? Der Wärter der Safari-Zone ist sehr alt, aber er ist noch immer im Dienst. Allerdings trägt er ein Gebiss. Leute, jetzt kommt's mir erst. Warum sind wir jetzt ständig den Weg zu Fuß zurück nach Prismania City gegangen? Wir haben Taubsi bzw. Taboga. Wir hätten die ganze Zeit fliegen können. Mann! Oh, das kommt davon, wenn man die ganze Zeit kein Flug-Pokémon mitnimmt und plötzlich fliegen kann, dann ist man es gewöhnt, es nicht zu tun. Hast du schon Bill getroffen? Er ist mein Enkel. Schon als kleines Kind hat er gerne alles Mögliche gesammelt. Bill sammelt auf seinem PC Daten über Pokémon. Hat er sie dir gezeigt? Nö, aber ich habe auch nicht gefragt. Er wollte. Ah, da ist das Pokémon Center. Du studierst die Pokémon? Dann gehe in die Safari-Zone. Da gibt es viele seltene Pokémon. Man kann nicht mit nur einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alle Pokémon sollten ungefähr den gleichen Level haben. Ja, sag das mal meinen Spielständen in Rot und Blau und meinem jetzigen Spielstand. Gut, der ist jetzt zwar immer noch... Nidorino und Nidorina haben noch ungefähr das gleiche Level, also sie sind nicht so weit auseinander, aber in Rot und Blau, wir haben das Spiel durchgespielt und wir hatten immer nur Glurak und Turtok dabei. Und zum uns halt die Pokémon, die wir entwickeln wollten. Und ich glaube, abgesehen von Glurak und Turtok hatten wir nie ein Pokémon dabei, das über Level 50 war. Und wir haben trotzdem die Top 4 besiegt. Ha. Westlich von Vatania City liegt ein Pfad. Er führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga, der höchsten Instanz für Trainer. Oh, halt, da geht es in zur nächsten Route. Ich möchte trotzdem mal kurz hier nachsehen, ob hier irgendwas versteckt ist. Nein.
Fuchsania City, Pokémon Arena, Arenaleiter Koga, der giftige Ninja-Meister. Safari-Zone, Haus des Wärters. Schade, dann ist da unten auch nichts. Na gut, gehen wir erst einmal hier rein. Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja. Oh nein, du hast keinen Platz mehr für mein Geschenk. Mist. Ach ja, ich habe das Top-Elixier. Moment, das haben wir gleich. Nein, Pokémon Center. Wir müssen irgendwie noch andere Sachen auch mal ablegen. Wir haben zu viel Sachen, Leute. Vielleicht mal die Tränke verkaufen oder so. Ah. Naja. Oder den Münzkorb oder die Karte ablegen. Wo war denn der Münzkorb? Gut, den Münzkorb könnten wir eigentlich ablegen. Solange wir jetzt noch nicht... solange wir nicht spielen. Oh nein, ich habe das Fahrrad abgelegt. Und die Karte brauchen wir auch nicht zwingend. Wenn ich was zeigen will, können wir kurz wohin fliegen und dann kann ich es zeigen. So, dann sortieren wir mal, Leute. Das Fahrrad kommt wieder mit. Top-Elixier kommt nach ganz oben. Dauert ein bisschen. Haben wir gleich. Passt. So, Münzkopf kann unten bleiben, den nehmen wir jedes Mal wieder raus. Die Karte würde ich aber gerne zur Angel nehmen, legen. Und dann müssen wir das Fahrrad wieder sortieren. So. Wir haben wieder Platz. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Wind erhält eine Profi-Angel. Hallo Wanda, wie beißen die Fische? Ganz gut, auch wenn ich noch gar nicht geangelt habe. Aber egal. Und hier kommt man hier hinten hin und könnte tatsächlich angeln, Leute. Aber das machen wir nicht heute. Oder nicht jetzt.
Halt, was haben wir da? Alte Pokémon-Spielsachen. Fotos von Pokémon und Fossilien. Ja. Okay. Na gut, da rechts waren wir, glaube ich, auch schon, Leute. Da ist nämlich die Route 15. Gibt es hier was Schönes? Nein. Vor dem Eingang zur Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Die Pokémon-Safari ist ideal, um Pokémon zu fangen. Fuchsana City, die Stadt der rosaroten Träume. Pokémon-Paradies, Safari-Zone. Leider nichts, na gut. Auch nichts. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Fleckmon weiß eine Menge über Pokémon. Er besitzt sogar einige Fossilien ausgestorbener Urzeit-Pokémon. Ups. Hat er Bücher über Pokémon, Leute? Der Wärter trägt den Spitznamen Fleckmon. Er und Fleckmon ähneln sich sehr. Fleckmon war hier, aber ich habe ihn nicht verstehen können. Ich glaube, er hat keine Zähne mehr. Okay, da haben wir offenbar nichts. Es ist einfach nur ein Pokémon. Ein Poster meine ich. Erik. Wo ist Sarah? Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Fleckmon! Ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. Chanera! Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. Volteball. Dieses Pokémon ähnelt einem Pokéball. Dieser Ballon ist tatsächlich ein Pokémon? Ja, ist tatsächlich ein Pokémon. Lapras, der König der Meere. Da ist es. Warst du schon auf Pokémon Safari? Manche Pokémon kann man nur dabei fangen. Der Pokémon Supermarkt. Hast du schon einmal X-Tempo ausprobiert? Dein Pokémon wird da doch im Kampf schneller. Ja, weiß ich, aber nein, habe ich nicht. Du hast einen Wimpel aus der Safari-Zone? Kein Programmheft oder ein Kalender? So, ich... Hyperball, Leute. Geil. Da kaufe ich gleich 5. Dann kaufe ich mir einen Superball. Einen Hypertrank. Einen Beleber. Einen Hyperheiler? Halt, wir haben noch gar keinen Hyperheiler. Ich kaufe mir gleich 5 davon. Das heißt, einen habe ich ja schon. Das heißt, ich brauche ja nur noch 4. Superschutz will ich nicht. Okay, passt. Wird gleich sortiert. Eigentlich brauchen wir die Angeln auch nicht, bis wir sie benutzen. Aber wir sind ja fast so weit, dass wir sie benutzen, Leute. Aber ich glaube, ich werde zuvor Fuchsana City durchmachen. Das heißt, wir sollten sie doch erstmal ablegen. Naja.
Warte mal, das kann ich ja eigentlich gleich hier so hochgehen. Genau. Super. Perfekt. Wenn wir das nächste Mal beim Pokémon Center sind, Leute, und bevor wir in die Safari-Zone gehen, werden die Angeln abgelegt. Ammonitas! Ein Pokémon, das aus einem Fossil wieder erschaffen wurde. Wir haben uns ja gleich für kaputt. Das ist übrigens interessant, Leute, denn hier ist immer das andere Pokémon, das man gewählt hat. Wenn man das Fossil für Ammonita im Mondberg, wenn man das Fossil für Ammonitas gewählt hat, ist hier Caputo. Wenn man das Fossil für Caputo gewählt hat, ist hier Ammonitas. Kangama! Ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel am Bauch trägt. Hier ist nichts. Hier auch nichts. Schade, na gut. Pokémon Safari!